Gut, dann gehen wir mal den Dämonenschädel untersuchen. Das dürfte da anscheinend sein. Ach komm, warum? Ach komm. Raus hier! Es wird nicht gut, mich zu sprechen. Ich habe diesen Schädel gefunden. Es heißt, er gehörte einem Dämon, aber ich bin mir da unsicher. Sieht jedenfalls so aus. Die Hörner und alles. Zeig her. Da hat wer ein Geweih an einem Menschenschädel befestigt. Es ist kein Dämon, sondern ein schlechter Scherz. Das beruhigt mich. Jemand muss ihn absichtlich dort abgelegt haben. Jemand, der wusste, dass man dort graben würde. Und er hat sich viel Mühe gegeben. Die Hörner sitzen felsenfest, obwohl das Teil im Wasser lag. Wer das getan hat, war ein geschickter Mistkerl, sag ich dir. Er kriegt es nicht mehr aus, aber einen Grüßballkunde platziert. Ich muss abbrennen auch, aber ich habe keinen Bock, das Ganze jetzt zum Ablaufen. So. Aha. Aha. So, was? So. Und wir haben wieder mit dem Leschig reden. Sehr leschig, sehr leschig. Und Angriff. Nein, ich kann es aber. So halb. Hallo Schweindi. Ich brauche immer noch Federn. Halmels? Ich habe meinem Haus erzählt. Den von der Ulme, die du umgehackt hast? Greifst du ihn jetzt aus? Hab ich schon. Will dort eine Hütte hinstellen. Aber den Baum hast du erst letztens. Jetzt muss ich den Typen mal noch suchen. So nicht euer Ernst. Ach Gott, sind das auch sie bitte schön so groß? Das Gerüst? Okay, da außen ist aber nicht mehr. Wo ist dieser blöde Lesche? Geht schon wieder. Ich kann das mit Leiter benutzen. Runter kann ich normal rennen, hoch nicht. Ja. Also auch nicht. Wie ist denn der Typ? Hui. Ja. Ist auch gut, wie er da steht. Landstreicher. Was tust du? Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ich war unten, hörte ein Poltern und Schreie. Dann lief ich hoch und half ihn wegzutragen. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Nein. Da lag ein Mann mit angeschlagenem Schädel, dessen ganzer Körper zuckte. So etwas will ich nie wieder miterleben. Okay. Oh nee, tu mir das jetzt nicht an. Okay, da ist er nicht mehr. Tag. Oh.
Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ich war unten, hörte ein Poltern und Schreie. Dann lief ich hoch und half, ihn wegzutragen. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Nein. Da lag ein Mann mit eingeschlagenem Schädel, dessen... Das kennen wir schon, jo. Himmel! Pass auf, wo du hingehst. Habe ich dir von dem Baumstumpf hinter meinem Haus erzählt? Den von der Ulme, die du umgehackt hast? Was benötigst du? Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ich war unten. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Kaum waren sie fort, war da dieser teuflische Gestank. Unsere Strafe, weil wir den Schädel ausgegraben haben. Aha. Ja, der andere im Bus. Mein Rücken hält's mir in Glück und Gesundheit. Die muss ich jetzt einfach mal stören. Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ich war unten, hörte ein Poltern und... Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Wohl kaum. Von überall kamen Leute angerannt, um zu sehen, was passiert war. Nicht mal ein Metzger mit bluttriefendem Beil hätte da Aufmerksamkeit erregt. Ei, okay. Hey, du bist auch noch da. Bleib auf Abstand! Was denken die Leute, wenn sie mich mit einem Bettler wie dir sehen? Bettler? Geht's dir noch gut? Hast du den Unfall gesehen, der hier geschehen ist? Ich habe nichts gesehen. Ist dir irgendetwas Seltsames aufgefallen? Wohl kaum. Von überall kamen Leute angerannt. Okay, selber Text. Wo ist der Gerücht? Wo ist der letzte Kind? Der ist auf einmal weg. Das sieht immer noch so komisch da. Gibt es nicht? Da ist auch niemand. Habe ich irgendwas übersehen? Wer bist du? Smola. Hä? Erinnerst du dich an den Schädel vom Gerüst? Was ist damit? Jemand hat ihn absichtlich dort vergraben. Und die Hörner sind nur daran befestigt worden. Was für ein kindischer Streich. Wer tut so etwas? Und woher hat er den Schädel? Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus. So. Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Okay. Packst du es aus? Wohin muss ich? Oh Gott. Das zahlt sich überhaupt nicht aus nach Thalberg. Ich wollte noch mehr wie jetzt vorbeischauen. Irgendwo ein Nest. Die Frage wo? Rechts von mir. Da? Bin ich jetzt davor? Ein rotes Oster, Alter, ich brauche Federn, Leute.
steht. Ich sehe auch komischerweise keine Raben oder irgendwas. Dieser Stall. Ach Gott, für die falschen Federn. Vielleicht kann ich die Federn einfärben. Vielleicht geht das ja. Hallo. Leg einen Zahn zu. Du stinkst wie die Achsel eines Bettlers. Wessen Haus ist okay. das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich verstehe nicht, wie ich wieder stinken kann. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich, wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Okay. Aber zumindest ein bisschen was zum Tun währenddessen wir auf den Absatten. Ich will nur reinkommen. Ja, wie machen wir das? Hier brauchen wir. Ja, wir brauchen ein Waschzimmer. Ein Waschzimmer durch. Ich muss da irgendwie. Smaller. Vielleicht kannst du versuchen von oben. Sehr schwer. Sehr schwer funktioniert bei mir nicht. Sehr schwer. Okay, wir können es mal von oben probieren. Um hier von oben reinzukommen. Es ist ein Street Style. Okay, dann nicht. In der Zwischenzeit noch ein bisschen lernen. So schön. Wackelschrauben und Band. Aber genug. So, dann mal einen Eimer stehen. Da steht da irgendwas Wichtiges. Ja. Nicht dran. Ah, ich sehe was. Ich sehe, was du nicht siehst. Das ist eine lange Leiter. So, hier ein bisschen klettern.
geschaut, warum er steht. So. Was Interessantes dann. Was bist du? Lass dich drinnen. So komme ich doch. Dann fahre ich rein. So auch nicht. Ist schlecht. Das ist echt schlecht, jetzt muss ich alles wieder runterhatschen. Das ist noch mieser. Da gibt es kein offenes Fenster oder irgendwas. Vielleicht gibt es irgendwas Nebeneingang. Kann gar nicht sein, dass das alles sehr schwer ist, oder? Da haben wir leider noch zu wenig Schlossknackerkenntnisse. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn ich da jetzt irgendeine Mönchsrobe besorge. Aber ich könnte einen Schlüssel besorgen. Ich könnte echt schauen, ob ich da einen Schlüssel kriege, um da reinzukommen. Sicherlich nicht den einen da hinten. Hat er das Kellerabteil oder das Kellerabteil gleich? So. Hat er das da unten gemeint? Genau wie ich dachte. Hier sind keine Gebeine. Sieht gewöhnlich aus. Etwas zu gewöhnlich. Okay, wir haben was wieder in Heimlichkeit gekriegt. Ach, Rede kommst du mal auch was? Oh Gott. Ich sage, wir nehmen am besten die Empathie. Nein, ich werde das nehmen. So, Heimlichkeit. Der Junkie zwischen Meuchelmord und auf leisen Sohlen, aber vielleicht durch das wir jetzt mit mehr Rüstung mal drum rennen, sollten wir auf leisen Sohlen nehmen. Ja. Schaffe bessere Sch.
Öffner weg tun. Aha. Okay, muss da rüber. Ich möchte nicht mal waschen, schade. So, wir müssen mal schnell darüber. Sonnenuntergang ist auch gleich. Also ich muss Gas geben. So, wir müssen wieder zum Tottengräber. Nur. Das genau. Oh, ich dachte gar nicht dran. Und der Typ. Obwohl er nicht über die Gräber. Da irgendwo unterwegs vielleicht. Ach komm, der muss doch irgendwo sein. Oh, nein. Schnell plündern wir vor. Und schließen. Tschüss. War nie da. Die Tür geht nicht auf. Ja, Schaufel habe ich eh. Schloss ist schnell offen. Aha. Sehr schwer. Ah, jetzt habe ich da schon wieder versteckte Tür gefunden, das ist sehr schwer. Geil, oder? Wo ist der Totengräber? Ich brauche den Typen. Also. Was hast du hier zu suchen? Ich wollte mit dir reden, aber... Oh, nee, okay. Muss man anscheinend wirklich Grabstellung betreiben. So. Jetzt schnell zurück ins Kloster. Und dann geht bald runter. Komm, wir sind nicht einmal 2 Stunden gerannt und du musst ewigst laden. Hi.
Oder Pförtner. Ich muss mir sagen, wirklich anschauen, was passiert, wenn ich jetzt nur die Kutte anlege. Was ist ein Eingang? Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Noch schnell Gas, wenn ich da hinten die Knochen und alles. So, komm. Ups. So. Reden. Tag. Ich habe einen Knochen von den Gebeinen des heiligen Prokop. Wirklich? Zeig ihn mir. Sieh nur. Ah, ist der wirklich vom heiligen Prokop? Natürlich. Ich würde dich niemals hintergehen. Du hast recht. Mein Gott, welch Heiligkeit. Ich schulde dir was. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Danke, aber ich möchte nichts. Hab gerne geholfen. Im Ernst? Nun, danke. Gern geschehen. Und Heinrich? Ja? Ich wollte die Reliquie nur berühren. Falls du also etwas unerlaubt genommen hast, solltest du es zurückbringen. Achso, gut, das Geschirr kann ich mir gar nicht geben. Oh, schade. Ja, du lässt mich da jetzt rein. Okay, von oben komme ich also nicht ins Kloster. Jetzt muss ich weiterhin probieren, ob ich da auf das Seitding reinkomme. Das wird wahrscheinlich auch alles noch sehr schwer sein. Hi. Pass etwas besser auf. Nee, keine Lust. Ohne Schlüssel wird das schwer werden. Ja. Warum? Warum springt die Musik auf einmal so um? Das wäre irgendwas Bedrohliches. Unten am Gerüst. Was ist halt da? Nach Sonnenuntergang. War es auch noch viel zu lang. Nur ein Weilchen hieß es. Ja, nur ein Weilchen. Ja. Herr Hinling. Zwei Stunden, okay. Gut, langsam wieder das Essen. Oh, okay, jetzt ist auf jeden Fall die Sonne aufgegangen. Oder? Immer noch nicht. Ja, das freut mich, oder? Hm. Irgendwo was zum Essen? Ja, da ist alles voll. Sehr schön. Oder geht schon in die Richtung? Nein, geht er nicht. Hi. Du machst es. Hey. Schön machst du das, lieber Steinmetz. Die Sonne ist immer direkt untergegangen.
Warum steht da jetzt eigentlich permanent vor meine Wache? Was hängen die Schlüssel dran? Alles der Kloster. Gelobt sei Jesus Christus. Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Nach mehreren Steinlieferungen? Da wirst du doch wohl Gestein unterscheiden können. Puh, ich erinnere mich doch nicht an Einzelheiten. Frag jemanden, der sich damit auskennt. Na, dann bringt es dem Schädel auch nichts. Wo pass auf! Hm, die Leute heutzutage... Einmal noch mal eine Stunde hinlegen. Setzen. Also schlafen. Ach komm, eine Stunde. Ich hoffe, dann ist endlich die Sonne untergegangen. Es ist 22 hell, das gibt's nicht, oder? Kannst du das jetzt mal wieder rauf? Das wäre mir nicht erst oben gewesen. So. Ach, wenn das nicht so zart wieder hoch. Geht's. Ich sollte eigentlich keine Fackel nehmen, aber jetzt wird extrem dunkel, ja, vor allem dunkel wird's. Ich bin nicht toll, ob der jetzt irgendwer vor mir steht. Ich glaube, das gehört aber irgendwie dazu. Wollen jemanden verraten? Ich kann mich gar nicht verteidigen. Töte mich nicht. Ich sag dir alles. Wer bist du? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Ja.
Wer schickt dich? Es war der Gehilfe des Baumeisters, der junge Smola. Was? Der sollte doch eigentlich auch hier sein. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle, hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Bitte töte mich nicht. Also gut, aber lass dich hier nie wieder blicken. Danke. So. Nachdem ich jetzt selber nicht runtergehen will. Scheiße. Ich muss selber runtergehen. Na geh. Ist lieber schnell. Ah, okay. Ich gehe mal wieder runter. So. Ich weiß, liebe Leute, es ist zart, was soll ich machen? Geht nicht anders. Jetzt kann ich noch die Fackel einsetzen. So, jetzt sehen wir wenigstens was. Ich glaube, ich halte die Fackel gerade mit dem Mund, kann das sein? Beide Hände an der Leiter. Trotzdem irgendwo die Fackel. Kann diese eine Öffnung sein? Okay. Boah. Dann mache ich was. Erst wollte ich jetzt mal schlafen gehen. Auf zur Bäckerei. Ah, die Wache ist weg, sehr schön. Ich am blödesten? Über links, okay. Ich gebe über links. Hier wieder Videosequenz, oder? Was muss ich überhaupt machen? Muss ich ihn jetzt suchen? Hol Smola ein und haltet auf. Ja, dazu müsste ich halt wissen, wo er ist, ne? Ja, wo ist er denn? Da ist er nicht mehr. Da ist er wieder. Nervt schon wieder. Weiß er nicht. Ja, war schon mal. Ah, müssen wir wieder wach werden. Da können wir noch drin sein.
bin doch jetzt nicht gefunden. Wirklich jetzt im Meer, wo jetzt stehen bleiben. Da kann ich wieder schneller sehen machen, bitte. Wir sind jetzt mehr Hoyet angekommen. Ah. Ja gut, liebe Leute, ich habe gesagt, wir sind verdächtig in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession vornehmen. Bis dahin darf ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen, schaut doch beim nächsten Mal wieder an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bis bald.